Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Alpenmap neu Mini Brunnen und wir stehen hier vor unserem Feld mit laufendem Motor, denn wir wollen hier gleich Mist ausbringen auf unserem Feld, das wir ja abgeerntet haben. Dann haben wir das Stroh eingebracht für unsere Tierchen und für unser Fermentersilo und gleichzeitig stehen wir hier jetzt vor unserem Maisfeld, das ich doch hoffe bald erntereif ist, denn wir brauchen diese Proteine für unsere Schweinchen. Und das war ein kleiner Spoiler. Die Proteine, ne? Okay. Wir legen los. Denn ich wollte hier zuerst das Feld ein bisschen vordüngen mit unserem Mist und dann drüber grubbern. Und mich würde einfach heute mal interessieren, ob sich denn die Textur da anders darstellt. Weil wir haben nämlich drüben ein Feld, wo wir schon gegrubbert haben. Und wenn wir da den Mist ausbringen, dann müsste das, glaube ich, ein bisschen anders aussehen. Ist jetzt einfach mal so ein kleiner Test für mich. Also wir sehen jetzt erstmal ein bisschen, dass wir eigentlich nicht sehen, dass wir hier das Feld, dass wir da Mist ausbringen. Ich schicke hier mal schon mal den Helfer los. Ja, ist jetzt schwer sichtbar, ne? Man sieht eigentlich kaum hier. Okay. So, und den hier bringen wir dann schon mal in den Start. Beziehungsweise in Position. Weil die Idee ist natürlich, man würde, denke ich, also als Laie, zuerst den Mist ausbringen, um dann mit dem Grubber den Mist mit der Erde ein bisschen zu vermischen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als auf das gegrubberte Feld den Mist zu werfen. Bin mir aber nicht so ganz schlüssig, weil ich es auch, glaube ich, schon mal andersrum gesehen habe. Also, würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ich meine, fürs Spiel, denke ich mal, fürs Gameplay spielt es keine Rolle. Es ist eher so ein bisschen eine Frage, wie macht man es richtig oder kann man es überhaupt falsch machen? Ja, wenn ihr da eine Idee dazu habt, dann schreibt es mir. So, wir werden jetzt jedenfalls hier grubbern. Und im Endeffekt sieht das, glaube ich, dann genauso aus, als hätten wir es gleich gegrubbert. Aber wir müssen auf jeden Fall hier den Helfer mit dem Mist drüber jagen, in Anführungszeichen. Weil wir hier überhaupt nicht sehen, wo wir jetzt schon gemistet haben. Das ist ein bisschen das Problem. So, zack, zack, zack. Wir schauen mal. Feld Nummer 73. Stickstoff, okay. Ja, da sehen wir, wo wir gedüngt haben, wo wir schon mal ein bisschen angedüngt haben. Und was hatten wir da? 73. Bin mal gespannt, ob sich der Wert jetzt langsam verändert. Ob der nach oben geht. So. So, da haben wir gerade das Reh wieder überdüngt. Sehr schön. Ja, da haben wir hier doch richtig Feldarbeit. Das war Getreide. Aber ich glaube, mit dem Grubber, wenn wir da drüber gehen, machen wir im Prinzip auch einen Doppelsturz. Da schauen wir mal ganz kurz in die Karte, wie er das jetzt hier interpretiert. Ja, das läuft dann unter Doppelsturz. Absolut. Okay. Auf der 8, da haben wir, glaube ich, nee, das ist auch Doppelsturz. Auf der 6 kann es sein. Ja, da haben wir ein Saatbett. Okay, genau. Da haben wir, glaube ich, gepflügt und dann sind wir nämlich drüber mit dem Grubber. Und dann macht er nämlich hier ein schönes Saatbett, beziehungsweise mit der Kreiselecke. Ne? Das hier ist ja ein Grubber und das andere ist die Kreiselecke und dann kriegt man eben hier ein richtig schönes Saatbett. So, gut. Also sollte ich irgendwie Blödsinn erzählen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber ich glaube, so haben wir das Ganze gemacht, weil wir haben ja eine Kreiselecke. Ding, die, ding, die, ding. Pflug, Grubber, Einzelkorn. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Das ist der Grubber. Haben wir das dann erreicht? Mit dem Grubber kann man für die nächste Saat vorbereiten. Haben wir keine Kreiselecke? Ach, dann war das, glaube ich, auf unserem anderen Projekt. Auf Neubartelshagen. Das Big Farm Projekt. Dort haben wir dann auf jeden Fall eine Kreiselecke. Dann kriegt man also hier interessanterweise, okay, also wenn man natürlich vorher gepflügt hat, dann bekommt man natürlich, wenn man dann mit dem Grubber drüber fährt, hier dieses Saatbett. Okay.
Okay. Ja, manchmal muss man sich nochmal da Gedanken machen, wie hier genau die Reihenfolge war, wie man eben auch die Geräte dann sinnvoll einsetzt. Das ist deswegen wichtig, weil wir schauen nochmal, wenn wir hier im Precision Farming reinschauen, gibt es ja einen Bodenbearbeitungswert. Und da bin ich ja immer noch ein bisschen so irritiert, weil wenn wir hier drauf gehen, ach okay, da ist jetzt der Bodenbearbeitungswert relativ weit unten. Bei den anderen Feldern sind wir immer irgendwie so bei 50% und wir kommen da irgendwie nicht über die 50% rüber. Deswegen habe ich hier auch die Felder hier teilweise auch schon gepflügt, obwohl man die hätten gar nicht pflügen müssen. Ne, hier sieht man, muss gepflügt werden, aber eigentlich zeigt er hier kein einziges Feld an, das gepflügt werden muss. Deswegen haben wir ja auch wegen, also nicht nur wegen den Schweinchen, so, hier ist es rot, hier müsste eigentlich gepflügt werden. Deswegen haben wir jetzt auch da vier, nicht nur wegen den Schweinchen, sondern auch ein bisschen zum Testen Mais angebaut, weil Mais, nach Mais muss eigentlich immer gepflügt werden. Und da bin ich dann mal gespannt nach der Ernte, ob er dann hier rot anzeigt. Und ich habe hier diverse Felder, wo es gar nicht angezeigt wurde, gepflügt. Und ja, wir sehen trotzdem bei der Bodenbearbeitung, wir kommen eigentlich in der Regel, na, so, jetzt nicht über diese 50er-Wert hinaus und deswegen bin ich auch am Zweifeln, ob wir tatsächlich hier unsere Umweltbewertung auf 15% ja, Verkaufspreissteigerung bekommen. So, 74, hat sich da jetzt was geändert? Ich glaube ja, gell, der Bodenwert ist, die Bodenbearbeitung, der Balken ist jetzt ein bisschen rausgegangen, oder? 74, wir werden sehen. So, der andere ist jetzt gerade hier fertig, das heißt, da müssen wir zumachen, Motor an. Und dann brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Material zum Ausbringen. So, wir fahren dann unten lang. Das ist dann doch ein bisschen einfacher. Ja, die Berge, die Steigungen, die merkt man hier, wenn man nicht genügend PS hat. So, Verkehr ist wieder eingeschaltet. Deswegen kommt auch der Kollege hier gerade ein bisschen ins Spiel. So, Blinker. Und dann hier links ab zum Hof. Den ich ja finde wirklich super. Also der gefällt mir sehr, sehr gut, der Hof. Ein schöner Hof. Absolut. Aber wir haben ja genügend Platz hinten dran, um auch noch zu erweitern. So, das haben wir ja getan mit unserem Schweinestall und mit unseren Hallen. Und ich bin ja immer noch am Überlegen, was wir da noch alles Tolles machen können. Platz hätten wir ja. Theoretisch könnten wir vielleicht noch ein paar Schafe. Schafe wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Aber wir müssten uns mal irgendwann auch früher oder später Gedanken machen, wie wir hier in die Produktionen einsteigen. Weil Produktionen gibt es ja hier auch jede Menge auf der Map. Und da könnte man natürlich dann auch mal was tun. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, wenn wir hier in der Gegend sind, wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Gras? Können wir da drüben nochmal einen Schnitt machen? Ja, natürlich, oder? Wie sieht's aus? Ja, natürlich, es bewegt sich, ne? Es ist immer so, in der ersten Stufe Ernte, dann ist es immer fest, wenn man drüber läuft, aber wenn man hier dann sich das Gras bewegt, dann ist es die zweite Erntestufe, höherer Ertrag. Und das heißt, wir könnten eigentlich jetzt hier im August nochmal einen Schnitt machen, ne? Und im Zweifel bin ich gerade überlegen. Ich glaube, Silageballen haben wir jede Menge. Heu haben wir auch jede Menge. Wir könnten eigentlich das Material definitiv ins Fermentersilo werfen, weil Ballen und so weiter brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann werfen wir es ins Fermentersilo und machen dann Silage für den Winter zum Verkaufen. Da bin ich allerdings auch noch am Überlegen, wie wir das am geschicktesten da hochbekommen, weil ich glaube, das muss ja zum Tierhandel. Und als eine Annahmestelle müssen wir auch gerade mal schauen. Und die ist ja wieder oben am Berg. Und da jetzt natürlich mit, ich glaube, wir haben über 100.000. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier sozusagen den Startpunkt wiederfinden. Ja, ich glaube hier, da wo die Reifenspuren sind. Hier, oder? Hier müsste es doch passen.
dass wir hier einfach den Helfer wieder losschicken. So. Ja, das passt schon. Das kommt hin. Gut, wunderbar. Dann wird er hier das Feld noch fertig machen. Und wir schauen mal ganz kurz in unsere Silos. Milch. Augenblick. Wo haben wir denn Hackschnitzel? Das zeigt er gar nicht an hier. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Ach du Schande. 322.000 Liter. Wie kriegen wir denn das verkauft? Und wo verkauft man das Ganze jetzt wieder? Silage verkaufen wir an der Biogasanlage. Die ist oben am Berg. Der Viehhandel ist oben am Berg. Oh Mann, oh Mann. Die Biogasanlage ist sogar ganz, ganz weit oben am Berg. Da würde man jetzt im Moment sogar am Viehhandel mehr bekommen. Ja, 340. Wir schauen mal in die Karte. Der Vieh... Ach Quatsch, was erzähle ich denn? Der Viehhandel ist hier, ne? Ja, das wäre ebenerdig, aber... Ja, hier ist die Biogasanlage und das können wir eigentlich vergessen. Da kommen wir hier den Berg einfach nicht hoch mit unseren Maschinen. Das wird eine Mordsfahrerei. Und vor allen Dingen ist es auch eine Rangschiererei. Das heißt, wir können das auch nicht den Helfer machen lassen. Hier müssen wir rückwärts reinfahren. Hier können wir wenigstens durchfahren. Das könnten wir dann mal probieren, ob das der Helfer hinkriegt. Aber das Problem ist eher, dass wir natürlich dieses Silo hier platziert haben. Quatsch, hier ist das Fermenter-Silo. Ja, und da kommt der Helfer auch nicht hin. Aber wir könnten theoretisch mit zwei Abfahrern arbeiten und dann die zumindest auf die Straße. Wir müssten das mal probieren. Das wäre dann auch ein schönes Projekt. Da warten wir. Wann ist denn der beste Verkaufspunkt? Natürlich auch im Winter. Klar, da könnten wir die Silage nämlich verkaufen. Und das würde hier auf jeden Fall nochmal richtig Kohle bringen. Aber wir haben ja auch noch unsere Forstwirtschaft. Und da schauen... Halt, stopp. Oh, wo der wieder hin wirft das Material. Gut, da schauen wir mal ganz kurz, wie sieht's aus? Feld Nummer 7. Hat er soweit gemacht? Okay. 76, ne? Da tut sich was. Der Balken wird auch mehr. Okay. Unkrautbekämpfung interessanterweise ist noch okay. Also er mag das anscheinend, wie wir das jetzt gerade hier machen, dass wir das Feld grubbern. 76. Die Bodenbearbeitung geht auf jeden Fall nach oben. So, wir fahren jetzt mit ihm hier zu dem anderen Feld. So, links schauen, da kommen sie mal rausgeschossen. So, 10.000 Liter. Also da können wir auf jeden Fall ein paar Bahnen drehen. Auf jeden Fall hier, denke ich mal, einmal ein Vorgewende. Denn man muss schon sagen, das andere Feld ist natürlich sehr helferfreundlich. Da haben wir auf beiden Seiten genügend Auslauf für unsere Helfer. Das ist jetzt hier so nicht direkt der Fall. Und wir haben natürlich wieder die Bäumchen, mit denen der Helfer dann mal ab und zu nicht so zurechtkommt. So. Wie sieht es denn hier aus? Ich glaube, hier ist ein Null. Ja, Stickstoff Null. Okay. So, dann fahren wir ein Vorgewende. Dann denke ich, werden wir das Teil dann... Ah, hier sieht man dann auch ein bisschen besser, wo man schon Mist ausgebracht hat. Aber ist natürlich schon schwer zu sehen, ne? Aber ein bisschen besser ist es. So, dann fahren wir hier einmal das Vorgewende. Dann tun wir uns auch leichter. Und dann können wir aber auch fast, da denke ich, ist der Tank leer. Dann ist der Hänger leer. Dann können wir auf jeden Fall nochmal zum Hof fahren, nochmal Material holen. So, jede Ecke müssen wir jetzt auch nicht mitnehmen. So, da kommt kein Auto. Dann setzen wir hier jetzt aber mal zurück, damit es dann doch ein bisschen sauberer ist. Und dann auch hier an den Bäumen vorbei. Dann sollte das passen. Oh ja, da kommt wieder der Flieger, das Flugzeug. Okay. Ja, wie gesagt, hier, die BGA ist da oben auf dem Berg.
Da tun wir uns ein bisschen schwer, mit einem vollen Anhänger da hochzufahren. Oh, es dampft schön. Ja, da können wir noch eine Spur fahren. Das geht. Ja, ja, das ist also jetzt deutlich besser zu sehen, wo man schon Mist ausgebracht hat. Gut. Dann schauen wir mal. Oh, er ist auch schon fast fertig. Sehr schön. Da haben wir ja heute richtig gut hier auf dem Feld gearbeitet. Und was zeigt uns jetzt 77? Also, da tut sich was. Und wir haben jetzt auch fast hier wieder diesen vollen halben Balken. Ja, aus irgendeinem Grund wird es einfach nicht mehr. Wir sind auch immer noch bei 10%. Okay. So, wir setzen den Kollegen jetzt hier drüben rein. Sonst kuppert er mir wieder hier das ganze, die ganze Wiese drumherum. Ja, das können wir eigentlich selber machen. Stopp. So. Und ich denke, der andere Helfer wird sich gleich melden, weil der Tank leer ist, wenn er sich nicht sogar schon gemeldet hat. Ah, toll, hier aus dem Panoramafenster hier rauszuschauen. Da hat man doch echt Panorama. Jede Menge sogar. Genau, jetzt meldet sich der andere Tank, ist leer. Das heißt, dann schieben wir den hier nochmal los. Auf die letzte Bahn. So, Motor an. Klappe zu. Fahren wir, denke ich, rechts herum, oder? Ja, da kommt jetzt nichts. Also ich weiß nicht, also, ob es euch genauso geht wie mir, aber ich finde schon, dass der Fendt hat schon einen komischen Ton. Also ist das so? Gehört sich das so zu diesem Modell hier? Ich weiß es nicht. Also es klingt irgendwie merkwürdig. Als irgendwie auf jeden Fall nicht stimmig. Aber er macht jede Menge Spaß beim Fahren, gar keine Frage. So, wir fahren hier rechts rein und dann in den Hof. Und oben wieder raus. Blinker aus. So, wie viel? Ah, da haben wir noch auf jeden Fall. Okay, Mist, haben wir noch genügend da. Sehr schön. Auch eine gute Neuerung hier im LS22, dass wir jetzt diese Mistplatten haben, wo wir automatisch befüllen können. Das war ja, glaube ich, im 19er nicht so. Da mussten wir uns wirklich noch Gedanken machen, so mit Schaufeln und so weiter. Ich meine, es macht es dann schon ein bisschen einfacher, ganz klar. So. Er fühlt sich etwas irritiert anscheinend. Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, weil wir haben auf jeden Fall noch eine Ernte, eine Maisernte. Und was uns fehlt, ist ja das Maisgebiss, beziehungsweise ja, wir haben für unseren Drescher eigentlich noch gar keinen Maispflücker. Deswegen überlege ich auch gerade, macht es überhaupt noch Sinn, dass wir da was kaufen? Vielleicht eben nur mieten?
denn dieses Jahr einen neuen Drescher kaufen? Da bin ich nicht davon überzeugt. Wir haben ja unsere Forstwirtschaft, die hoffentlich auch wieder dieses Jahr dann um die Weihnachtszeit in den Wintermonaten uns richtig Geld einspült mit unserer kleinen stationären Häckselmaschine oder unserer Häckselproduktion. Und wir haben ja über, weiß gar nicht, 200 Bäume angepflanzt. Also da müsste ordentlich was reinkommen. Und dann können wir auf jeden Fall unseren Fuhrpark nächstes Jahr wieder ordentlich bestücken und aufrüsten. Und natürlich neben dem Thema Drescher einfach ein bisschen mit mehr PS wäre natürlich dann auch der ein oder andere Traktor fällig. Und wäre natürlich auch interessant fürs nächste Jahr, dass wir dann doch noch ein, zwei Felder kaufen und auch in das Häckseln gehen und dann vielleicht eben so eine kleine Hof-BGA, damit wir halt dann doch unsere Silage vielleicht auch direkt hier verarbeiten. Ja, also da gibt es doch einige Optionen hier auf dieser Map, die wir noch machen können, wie wir uns auch verbreitern oder verändern. So, er ist jetzt fertig. 60 Gramm pH-Wert, okay, da könnte man natürlich auch noch was machen, bevor wir dann die Ernte die Saat ausbringen. 77, wir sind immer noch bei 10%, 77 ist jetzt hier fertig, okay, da haben wir schon gegrubbert. 73, 67, wie gesagt, dieses Feld hier macht mir noch ein wenig Sorgen, aber da haben wir ja auch was angepflanzt. Was haben wir denn da angepflanzt? Beziehungsweise angesät, die Sojabohnen, gell? Sojabohnen. Yep. Okay, da müssen wir dann mal sehen, wenn wir die geerntet haben, wie sich dann hier das Ganze hier verändert, hoffentlich. Okay, so. Dann bringen wir den jetzt hier zurück zum Hof. Wir werden drüben fertig den Mist ausbringen. Und dann werden wir, denke ich, auf jeden Fall noch einen Schnitt machen auf unserem Grasfeld. So, aber das soll es dann auch wieder mal gewesen sein für die heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wenn ihr Lust habt auf mein Live-Projekt mit der Galgenberg 2.0, was wir im Food-Plus-Modus spielen oder mit der Food-Plus-Map, ja, dann schaut doch einfach mal am Dienstag oder freitags vorbei in den Livestream. 20.30 Uhr für circa 2 Stunden könnt ihr die Galgenberg hier bei mir auf dem Kanal sehen. Das läuft auch wunderschön, das Projekt. Ansonsten haben wir ja noch unsere Neubartelsagen, unser Big Farm-Projekt. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr dann mal vorbeischaut. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war wieder mal eine interessante Folge für euch. Und sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.